Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir stricken heute zusammen einen Pullunder, beziehungsweise besser gesagt, ich stricke, ihr schaut zu und macht hoffentlich nach. Dabei haben wir eine absolute Premiere, denn ich habe noch nie in meinem Leben gestrickt. Eine ganz kleine Ausnahme vielleicht, ich habe genau einen Socken vor, es sind bestimmt 10 Jahre her, einmal gestrickt. Aber Fun Fact dazu, ich habe auch nur einen Socken gestrickt, weil ich auf den zweiten keine Lust mehr hatte. Also insofern, ich glaube, man kann sagen, ich habe noch nie im Leben gestrickt. Insofern, wenn ich das heute schaffe, dann gibt es für euch keine Ausrede, denn ihr schafft das auf jeden Fall auch. Dann auch noch eine Bitte an die Strickprofis unter euch. Ich bin kompletter Anfänger. Seid nicht so hart mit mir. Linke Maschen und ich werden, glaube ich, keine Freunde. Vielleicht ist hier und da auch nicht der richtige Fachbegriff dabei. Aber ich kann euch versprechen, am Ende des Videos werden wir einen schönen Pullunder haben. Und vielleicht zwei Dinge vorab. Wie schon gesagt, ich bin Anfänger und ich versuche es euch wirklich so gut es geht irgendwie zu erklären. Wenn da aber gewisse Basics dabei sind, die ich mache, die euch nicht sagen, wie zum Beispiel, was ist eine rechte Masche, was ist eine linke Masche, dann könnt ihr die Geschwindigkeit des Videos ganz weit runterstellen und könnt einfach ganz langsam schauen, wie ist die Handbewegung, die ich mache, und könnt sie für euch vielleicht besser nachmachen. Falls euch das noch nicht weit genug geht, dann sucht ihr einfach auf YouTube zum Beispiel rechte Masche. Da gibt es wirklich super Tutorials, die habe ich mir auch angeschaut zu Beginn. Wo ihr genau seht, da macht jemand mit einem ganz dicken Garn, sodass ihr es viel einfacher sehen könnt, in Zeitlupe 5 rechte Maschen und zeigt euch ganz genau, wie die Handbewegung ist. Und die zweite Sache, ich habe mich für ein dünnes Baumwollgarn entschieden, weil ich wollte, dass mein Pullunder super dünn ist, damit ich ihn auch, was heißt super dünn, aber dünn ist, damit ich ihn auch im Frühjahr, Sommer über einem T-Shirt tragen kann oder vielleicht im Sommer pur. Dementsprechend habe ich mich da für ein dünnes Baumwollgarn entschieden. Ich gebe euch in dem Video immer die Maschenanzahl und die Länge als Referenz an, sodass ihr irgendwie für euch selber schauen könnt und einen ungefähren Anhaltspunkt habt. Wenn ihr natürlich euch für ein wesentlich dickeres Garn entscheidet, dann müsst ihr da ein bisschen aufpassen, weil da können die Maschenanzahlen natürlich sehr variieren, weil ihr mit zum Beispiel 10 Maschen natürlich eine viel größere Breite bekommt als ich mit meinem dünnen Baumwollgarn. Und zum Thema Baumwolle möchte ich euch noch ganz kurz den Sponsor des heutigen Videos vorstellen und dann geht's auch schon los mit dem Strickexperiment. Wusstet ihr, dass nur 1% der Baumwolle, die in der Textilindustrie genutzt wird, bio ist? Aber wieso ist das so? Die Umstellung auf den Anbau von Bio-Baumwolle dauert insgesamt 3 Jahre und scheitert oft an den finanziellen Mitteln der Bauern. Und aus diesem Grund hat Armed Angels 2018 die Armed Angels Organic Farmers Association gegründet. Ein Netzwerk unabhängiger Bio-BaumwollproduzentInnen in Indien. Details dazu verlinke ich euch unten in der Infobox. Und in diesem Jahr nimmt Armed Angels die Green Week als Anlass, um 10 Euro pro Bestellung an die Organisation zu spenden, um Bauernhöfe bei dem Umstieg auf Bio-Baumwolle zu unterstützen. Außerdem bekommt ihr on top vom 23. bis zum 30. November 25% auf ausgewählte Produkte. Mit dabei sind minimalistische Kleider, weiche Sweater und Longsleeves, Jeans, Hosen und Röcke. Alles dem Anlass entsprechend aus 100% Bio-Baumwolle oder einem Bio-Baumwoll-Mix. Ich habe mich an dieser Stelle für den Hilaria Pullover in XS und in der Farbe Light Desert Melange entschieden, den es übrigens auch noch in anderen traumhaften Farben gibt. Und ich muss sagen, er ist wirklich unfassbar kuschelig und weich. Er kam vor circa 2 Wochen bei mir an und ich muss gestehen, ich trage ihn seitdem fast durchgängig. Dazu die Fjella Cropped in einer 2634. Achtung, die fällt wirklich sehr kurz aus. Ich liebe den geraden Schnitt und finde das Dunkelgrau auch super schön für den Herbst-Winter, gerade mit diesen Naturtönen Rost, Beige, Creme. Irgendwie finde ich den Ton wirklich super perfekt. Und natürlich 100% Eco und Fair und ebenfalls aus 100% Bio-Baumwolle. Ich verlinke euch wie immer alles unten in der Infobox und vielen Dank an Armed Angels für das Sponsern dieses Videos. Und los geht's. Ihr braucht
einmal natürlich eure Wolle. Ich habe hier dieses Baumwollgarn, von dem ich eben gesprochen habe. Ich kann euch das auch unten verlinken. Ich hatte 7 Knäuel gekauft, habe letzten Endes aber nur 5 davon verbraucht. Auf dem Garn findet ihr eigentlich auch schon die Anweisung, welche Nadelstärke ihr braucht. Ich habe hier eine Nadel in Stärke 3, die 60 cm lang ist, eine Rundstricknadel. Und ihr braucht noch eine weitere, dazu aber gleich mehr. Das waren eigentlich so die wichtigsten Sachen. Optional sind noch 2 Maschenmarkierer, da könnt ihr aber auch einfach Sicherheitsnadeln nehmen, und 2 Maschenhalter, aber auch da könnt ihr euch, wenn ihr das nicht habt, irgendwie Alternativen suchen. Und on top braucht ihr noch eine Nähnadel für Wolle und eine Schere. Und dann geht's auch schon los. Als erstes bildet ihr eine Schlaufe. Hier wieder der Tipp, dreht euch das Video einfach langsamer, ihr könnt das unten in den Einstellungen machen. Oder wenn euch das dann immer noch zu schnell ist, dann schaut euch entsprechende Videos an zum Thema Maschen aufnehmen. Da findet ihr irgendwie ganz viele Sachen. So, und dann nehmen wir einfach erstmal fleißig Maschen auf. Ihr seht das hier schon irgendwie, und jeder Bogen über der Nadel ist dann eine Masche. Das ist dann relativ schnell gemacht. Wie viele Maschen ihr braucht, könnt ihr entweder von der Länge her an ein Kleidungsstück anhalten, was euch so ungefähr passt, so wie ihr das haben wollt. Gerne auch ein Strickteil. Auf der Verpackung der Wolle seht ihr auch noch, mit welcher Nadelstärke ihr ungefähr welche Maße erreicht. Also hier zum Beispiel für 10 cm wird hier 28 Maschen angegeben. Um da sicher zu sein, könntet ihr, wenn ihr geübter seid, auch noch eine Probe machen. Ich habe das hier einfach frei Schnauze gemacht und bin relativ gut ausgekommen. Und zwar habe ich für die halbe Länge, quasi die ich jetzt an den Pullover gehalten habe, 110 Maschen gestrickt. Nach diesen 110 Maschen, es ist übrigens vollkommen egal, wie viele Maschen ihr nehmt, das müsst ihr für euch anpassen, wichtig ist nur, dass es eine gerade Zahl ist, dann könnt ihr einen Maschenmarkierer auf die Nadel stecken. Das markiert euch quasi einfach, dass hier die Hälfte ist, damit wir hinterher die Armlöcher irgendwie schön rechts und links an den Seiten haben und sich da nichts verschiebt. Und dann, wenn ihr zum Beispiel wie ich jetzt 110 Maschen aufgenommen habt, macht ihr nach dem Maschenmarkierer ebenfalls nochmal 110 weitere Maschen, sodass wir eine komplette Umrundung haben, und setzen auch dann da wieder einen Maschenmarkierer auf. Und dann geht es auch schon los mit dem Stricken. Der Maschenmarkierer wird übrigens immer, wenn ihr an einen kommt, einfach mit rübergenommen auf die andere Nadel. Und dann stricken wir auch schon unser Bündchen. Und zwar nehmt ihr dafür die erste Schlaufe einfach ab. Danach wird abwechselnd rechts, links gestrickt. Das heißt, ihr stecht durch die Nadel durch für eine rechte Masche und holt den euren Faden, euren Arbeitsfaden von hinten nach vorne durch, und für eine linke Masche legt ihr den Faden vor die Nadel. Und naja, ihr seht schon anhand, wie ich es mache. Ich finde es einfach sehr, sehr schwer zu beschreiben. Deswegen sage ich ja, dreht es euch langsam, guckt es euch an, macht die Bewegung nach, dann landet ihr genau da. Hier seht ihr genau, wie die linke Masche dann, wo der Faden von vorne nach hinten geholt wird. Und so strickt ihr die komplette Runde immer abwechselnd rechts, links. Passt da schön auf, dass euch da keine Fehler passieren. Und Runde um Runde, ihr könnt es immer anhand des Maschenmarkierers auch sehen, wie viele Runden ihr gestrickt habt. Und das strickt ihr so lange, bis ihr 5 cm gestrickt habt. Und so sollte das Ergebnis jetzt ungefähr aussehen. Ich muss tatsächlich sagen, dass mir das einfach zu locker noch war, zu löcherig. Und deswegen würde ich euch empfehlen, zu der Nadel, in der Nadelstärke, wie sie auf dem Garn steht, würde ich euch auch noch eine weitere Rundnadel empfehlen, die einfach eine Nummer kleiner ist. Also ich habe zum Beispiel jetzt hier statt der Nadel in Stärke 3 mir dann auch noch nachträglich eine Nadel in Stärke 2 gekauft. Das im Endeffekt nochmal alles aufgeribbelt, das Bündchen. Das zeige ich euch gleich, wie das irgendwie dann mit einer Nummer kleiner gestrickt aussieht. Aber ich glaube, es ist schon sinnvoll, da einfach mit 2 verschiedenen Nadelstärken zu arbeiten. Und jetzt legen wir auch schon mit dem Hauptteil unseres Pullunders los. Und zwar wird es nämlich jetzt noch viel einfacher, denn ab jetzt wird alles nur noch mit rechten Maschen gestrickt. Also durch die Masche durch, das Garn von hinten nach vorne holen und so Reihe um Reihe. Und
So strickt ihr also nur rechts einfach 30 cm Länge. Das ist jetzt auch so die Zeit, also ich habe vorher tatsächlich sehr geflucht, dann musste ich das Bündchen nochmal aufmachen, weil mir das einfach zu locker war. Und ich habe mich auch einmal tatsächlich sehr verstrickt, da hatte ich einen Dreher in dem Kreis drin und so. Also ich habe am Anfang schon wirklich sehr geflucht, aber so ist das ja immer mit neuen Dingen. Ich liebe das, das ist... Und es gehört dann auch einfach dazu, wenn man neue Dinge lernt, dass einfach Sachen nicht auf Anhieb klappen. Also verzweifelt da nicht. Und jetzt kommt dann so der Part, wo ihr euch so ein bisschen eingrooven könnt, wo man einfach viel, viel schneller wird und wo es langsam anfängt, dann auch Spaß zu machen. Und so sieht das Endergebnis jetzt aus. Also da haben wir jetzt schon irgendwie einiges gestrickt. Also das Bündchen habe ich in den 30 cm nicht mit eingezählt. Und bei der letzten Reihe stricken wir jetzt nur bis 6 Maschen vor Ende, also vor dem Maschenmarker. Denn dann fangen wir an, Maschen abzuketten, und zwar 11 Stück. Das bedeutet, wir stricken eine Masche und ziehen die vorherige dann, wie ihr das hier seht, über die Masche davor rüber und reduzieren so die Anzahl der Maschen. Und durch dieses Abketten bekommt ihr auch eine schöne Abschlusskante ohne offene Maschen. Und so ketten wir jetzt 11 Maschen ab. Den Trenner könnt ihr dann übrigens rausnehmen, könnt ihr einfach wegnehmen. Wenn ihr das erfolgreich abgekettet habt, sollte das so ungefähr aussehen. Dann strickt ihr die Reihe ganz normal weiter, also einfach rechts weiter stricken, bis wieder genau 6 Maschen vor dem nächsten Trenner, vor dem zweiten, und kettet diese Seite ganz genauso ab. Und dann könnt ihr wiederum bis ans Ende stricken, da wo ihr an euren als erstes abgeketteten Bereich kommt. Denn das hier wird jetzt unsere Vorderseite. Wie schon angekündigt, stricken wir als allererstes die Vorderseite. Das heißt, durch die abgeketteten Bereiche rechts und links für das Armloch haben wir unser Strickstück jetzt in Vorder- und Rückteil unterteilt. Um mit dem Vorderteil zu beginnen, nehmen wir erst noch die erste Masche auf von diesem abgeketteten, weil wir die jetzt an der Stelle wieder aufnehmen, drehen das Ganze auf links und stricken jetzt wieder zurück. Und dadurch, dass jetzt quasi die linke Seite vor uns liegt, müssen wir jetzt einfach bis zu dem anderen Armloch wieder zurückstricken, und zwar komplett auf links. Das heißt, wir nehmen die erste Masche einfach ab, sodass wir wieder unseren Faden und alles auf der rechten Seite haben. Und danach stricken wir die komplette Reihe einfach links zurück, bis sie ans Ende kommt. Und jetzt wollen wir unseren Armausschnitt weiter rund zulaufen lassen. Dazu haben wir jetzt immer 2 Reihen, die wir abwechselnd stricken. Und zwar Reihe 1. Nehmt die erste Masche auf und strickt dann die nächsten 2 Maschen zusammen weg. Das heißt, auch hier reduzieren wir wieder um eine Masche. Ihr seht das, wie ich das mache. So könnt ihr es ganz genau so nachmachen. Dann strickt ihr ganz normal rechts bis zum Ende der Reihe einfach wieder durch, bis ihr 3 Maschen vor das Ende der Reihe kommt. Und hier müssen wir jetzt auch wieder um eine Masche reduzieren. Das heißt, wir stricken die erste Masche normal, die zweite ebenfalls. Und dann ziehen wir wieder die vorherige Masche über die davor drüber, sodass wir auch hier wieder eine Masche weniger haben. Die letzte wird wieder ganz normal gestrickt. Und für die zweite Reihe, das ist die Rückreihe, da reduzieren wir jetzt die Maschenanzahl nicht, sondern stricken einfach ganz normal links wieder zurück, wie auch schon eben angekündigt. Und dieses Spiel aus der ersten Reihe, wo wir rechts und links jeweils eine Masche weniger nehmen, eine Masche wegstricken, und wo wir dann links ganz normal zurückstreichen, das ist die zweite Reihe. Dieses Spiel aus Reihe 1 und Reihe 2 wiederholt ihr genau 10 Mal und dann solltet ihr so einen rund zulaufenden Armausschnitt haben. So, und jetzt wird es wieder einfach, denn die Armrundung ist geschafft. Jetzt arbeiten wir uns hoch bis zum Halsausschnitt. Das bedeutet, ihr strickt immer, und wir stricken wieder einfach nur an dem Vorderteil weiter. Das Hinterteil bleibt erstmal so wie gehabt. Ihr strickt einfach rechts bis zum Ende der Reihe, dreht dann um und strickt wieder links zurück. Und das Reihe um Reihe, also die Länge der Reihen bleibt halt immer gleich, bis die Gesamtlänge des Polunders bisher ab dem Bündchen 50 cm lang ist.
So, und weiter geht es mit dem Halsausschnitt. Dafür wollen wir im mittleren Bereich wieder ein paar Maschen abketten, um quasi diese Rundung, so wie wir sie an den Armausschnitten angefangen haben, auch am Halsausschnitt zu kreieren. Und zwar ketten wir dafür 16 Maschen mittig ab. Das heißt, ihr müsst bitte einmal durchzählen, wie lang eure oberste Reihe ist und diesen Part dann so aufteilen, dass ihr in der Mitte 16 Maschen habt und rechts und links die gleiche Anzahl an Maschen. Bei mir heißt das, ich stricke 34 Maschen ganz normal rechts, kette dann 16 ab und stricke dann wieder 34 Maschen rechts weiter. Und dann haben wir in der Mitte quasi diesen abgeketteten Bereich, der unser Halsausschnitt werden wird. Es ist eh so, dass beim Stricken, ihr merkt das schon, wir haben relativ, oder ich war überrascht, wie wenig Utensilien wir haben an rechter Masche, linker Masche, Abketten. Das sind eigentlich schon die Grundhandwerkszeuge und das wird sich jetzt im Laufe des Pullunders einfach immer nur wiederholen. Jetzt stricken wir quasi nur diesen linken Bereich. Das heißt, wir haben ja unser Vorderteil jetzt nochmal unterteilt und jetzt stricken wir nur noch den linken Part weiter, der quasi unser linker, von vorne betrachtet, unser linker Träger werden wird. Und dafür wollen wir die Seite an dem Armausschnitt soll weiter gerade nach oben laufen, ohne Kurve, und unser Halsausschnitt soll rechts wieder diese Kurvenform bekommen. Das bedeutet für uns, ihr seid ja außen am Ende angekommen, wir stricken links zurück, bis ihr wieder am Halsausschnitt angekommen seid und nun stricken wir quasi nur innen die Maschen weg. Das heißt, wir haben wieder zwei Reihen, die abwechselnd gestrickt werden. Am Anfang, ihr nehmt eine Masche rüber, strickt dann zwei zusammen, die zweite und die dritte, haben dadurch die Maschen reduziert. Danach stricken wir ganz normal weiter bis rechts bis ans Ende, dadurch, dass wir dort keinen Bogen haben wollen, auch wirklich bis zur letzten Masche rüber. Drehen dann unser Strickstück um und stricken ganz normal links zurück. Diese Kombination aus diesen zwei Reihen machen wir genau 6 Mal, so dass wir quasi insgesamt 12 Reihen gestrickt haben. Und nun geht es weiter mit dem Träger. Und wieder ganz einfach, denn ab jetzt, wir haben ja unseren Halsausschnitt an der Seite angelegt und das Armloch passt auch. Jetzt stricken wir einfach ganz normal wieder abwechselnd eine Seite rechts, eine Seite links hoch, um den Träger zu verlängern, bis wir in einer Gesamtlänge ab dem Bündchen bei 60 cm angekommen sind. Und um die Maschen quasi zu parken, nutze ich jetzt meinen Maschenhalter und fädel nach und nach die einzelnen Maschen auf diesen Halter rüber, damit wir unsere Stricknadel wieder freigegeben haben zum Weiterstricken. Wie gesagt, falls ihr jetzt keinen Maschenhalter habt oder keinen kaufen mögt, dann könnt ihr da auch einfach eine andere Stricknadel oder einen Schaschlikspieß nehmen, auf den ihr am Ende Gummibänder drauf dröselt, damit das Ganze nicht runterrutscht oder wie auch immer, da könnt ihr kreativ sein. So, und genau so wie wir jetzt den linken Träger, ich spreche jetzt immer aufsichtig, deswegen hier der linke Träger, genau so stricken wir jetzt den rechten Träger. Um jetzt zum rechten Träger rüber zu gehen, schneiden wir den Faden ab, da wir ja jetzt an dem rechten Träger arbeiten wollen und keinen Verbindungsfaden oder irgendwie was haben wollen. Der wird eigentlich genauso gestrickt, mit dem Unterschied, dass wir jetzt auf der linken Seite die Rundung haben wollen und auf der rechten Seite das Armloch gerade nach oben weitergeführt werden soll. Also genau andersrum wie eben gerade. Um das zu erreichen, nehmt ihr als erstes einmal die Nadel, die jetzt noch in dem Träger schon eh drin steckt, und nehmt wieder die erste Masche, die ihr abgekettet habt, mit auf, um sie dabei zu haben. Dann nehmen wir unser Wollknäuel, unseren Faden, drehen das Ganze vorher natürlich, weil wir jetzt ja links zurückstricken müssen. Und um einen neuen Faden zu benutzen, wickelt ihr euch den einfach wie gewohnt um eure Finger und nehmt ihn aber einfach nur, anstatt dass er jetzt rechts an der Nadel hängt, da habt ihr ja noch nichts, haltet ihn einfach rechts in die Hand. Das vernähen wir am Ende, dass da nichts abrutschen kann. Aber lasst einfach erstmal den Faden offen dort. So, dann stricken wir ganz normal erstmal einfach links zurück bis zum äußeren Ende, drehen das Ganze wieder. Und da wir ja jetzt, wie gesagt,
rechts einfach nur die gerade Seite haben wollen und links die Kurve, stricken wir, nachdem wir gedreht haben, erstmal einfach ganz normal rechts durch bis 3 Maschen vorm Schluss. Und dann macht ihr es genauso, wie ihr auch das schon beim Armloch auf der linken Seite gemacht habt, dass ihr quasi die drittletzte Masche dann wieder über die zweite rüberzieht und die letzte ganz normal strickt. Dadurch habt ihr dort irgendwie wieder eine Masche weggenommen. Das ist die erste Reihe und die zweite Reihe strickt ihr wieder ganz normal, nachdem ihr gedreht habt, links zurück. Und diese Kombination wiederholt ihr genau wie auf der anderen Seite 6-mal. Und dann strickt ihr ganz normal weiter, eine Reihe rechts, eine Reihe links, ohne irgendwas wegzunehmen, ebenfalls bis 60 cm, sodass eure Beinträger vom Bündchen aus gemessen jetzt dann 60 cm lang sein sollten. Beziehungsweise das gesamte Strickstück 60 cm lang ist plus 5 cm bunt. Und das fädelt ihr natürlich auch wieder auf den Maschenhalter auf den zweiten. Und dann habt ihr euer Vorderteil erstmal grundlegend fertig und wir machen mit dem Rückteil weiter. Dadurch, dass wir die Maschen vom rechten Träger auch wieder auf dem Maschenhalter geparkt haben, haben wir nun auf unserer Stricknadel wirklich nur noch das Rückteil oder die Maschen vom Rückteil. Und um das Rückteil jetzt weiter zu stricken, stecht ihr noch einmal wieder, nehmt eine Masche auf von dem abgeketteten und nehmt euch dann euer Wollknäuel, den neuen Faden, weil auch bei dem zweiten Träger haben wir den ja abgeschnitten. Nehmt ihn wieder genauso auf, haltet ihn einfach nur in der rechten Hand, wickelt ihn um die linken Finger und dann strickt ihr einfach links zurück. Auch hier wollen wir jetzt ja wieder eine Rundung für das Armloch schaffen. Das bedeutet, genau wie wir das vorne auch gemacht haben, nehmen wir jeweils in der Reihe, die wir rechts stricken, rechts und links eine Masche weg. Das heißt, wir fangen an und stricken die erste Masche, nehmen die erste Masche normal rüber, stricken die zweite und dritte zusammen weg, stricken die gesamte Reihe weiter und ganz am Ende ziehen wir wieder die drittletzte über die zweitletzte rüber. Ich denke, ihr wisst, was gemeint ist. Und danach strickt ihr ganz normal links zurück und diese Kombination aus der vordersten Reihe, wo wir 2 Maschen wegnehmen, und der links gestrickten hinteren Reihe, macht ihr genau wie vorne auch 10-mal, sodass ihr insgesamt 20 Reihen gestrickt habt. Und dann geht es ganz kinderleicht weiter, denn danach müsst ihr einfach nur noch gerade hochstricken, ohne Maschen wegzunehmen. Einfach immer eine Reihe rechts, eine Reihe links gestrickt, bis ihr auch da die Gesamtlänge von 60 cm plus 5 cm Länge. So, und da unser Rückteil jetzt fertig ist, können wir auch schon Vorder- und Rückteil miteinander verbinden an den Trägern, sodass ihr das erste Mal ein Kleidungsstück habt, was ihr wirklich anziehen könnt. Und zwar nehmt ihr jetzt die zweite Rundstricknadel, das ist die schmalere, die ich auch schon für das Bündchen mitgenommen habe, deswegen ist es jetzt ganz praktisch, dass man hier 2 hat, und wechselt wieder von dem rechten Träger, von dem Maschenhalter, auf diese Rundstricknadel, sodass ihr quasi die eine Rundstricknadel ist an eurem Rückteil dran, die andere Rundstricknadel ist an dem rechten Vorderteil, an dem rechten Träger. So, und jetzt wollen wir Träger und Rückteil zusammenstricken. Dazu nehmen wir von dem Träger das lose Fadenende und fädeln es in eine Wollstricknadel ein. Dann könnt ihr Vorder- und Hinterteil, Vorder- und Rückteil quasi so in die Hand nehmen, wie ich euch das jetzt hier zeige. Das geht am besten einfach mit einem Finger dazwischen als Trenner, aber sonst ungefähr auf gleicher Höhe. Und um die beiden Stücke jetzt erstmal zu verbinden, stechen wir einmal durch die erste vordere Masche und einmal durch die erste hintere Masche, sodass wir eine allererste Verbindung haben. Und jetzt wollen wir unseren Träger und das Rückteil überkreuz immer miteinander mit Stichen verbinden. Ich zeige euch das gleich einmal genau. Hier am Anfang war das tatsächlich ein bisschen chaotisch, weil meine Maschen etwas durcheinander waren und recht locker und so weiter. Deswegen machen wir an der Stelle jetzt einmal einen Sprung. Da seht ihr, ich habe schon einen Teil gestrickt, wie schön der einfach verbunden ist. Und ihr strickt Vorder- und Rückteil am besten zusammen, indem ihr immer über Kreuz arbeitet. Das heißt, ihr stecht von links durch die vordere Masche durch und nehmt sie ab.
stecht dann von rechts nach links durch die zweite Masche vorne. Lasst sie aber drauf, also nicht abnehmen. Und dann stecht ihr von rechts durch die hintere erste Masche und nehmt sie ab. Und dann wiederum von links durch die hintere und lasst sie drauf. Also nochmal, von links vordere erste Masche abnehmen, von rechts nur durchstechen. Von rechts hintere erste Masche abnehmen, von links nur durchstechen. Und in diesem Kreuzgang könnt ihr den Träger quasi wunderbar verbinden, ohne dass wir großartig überhaupt irgendwie sehen, dass es zusammengefügt wurde. Und wenn ihr keine Maschen mehr habt, dann stecht ihr einfach durch die vordere durch nochmal. Wenn euch quasi vorne die Maschen ausgegangen sind, stecht dann durch die hintere und nehmt sie ab. Geht dann wieder durch die vordere und nehmt sie in dem Fall ab. Könnt ihr noch ein letztes Mal hinten rechts durch eine Masche durchstechen, alles festziehen und damit habt ihr erfolgreich euren Träger mit dem Hinterteil verbunden. Und genauso macht ihr das jetzt auch auf der anderen Seite. So, jetzt ist unser Polunder grundlegend fertig und es fehlen uns nur noch die Bündchen an den Armausschnitten und am Hals. Und zwar fangen wir mit den Armlöchern an. Dafür nehmen wir uns wieder einen neuen Faden und unsere kleinere Rundstricknadel und nehmen erstmal oder machen uns neue Maschen, indem wir einfach mit einem neuen Faden unter der obersten Maschenreihe drunter herstechen und uns so Loops nach vorne durchziehen. Wenn ihr einmal rund um das eine Armloch gekommen seid und alle Maschen aufgenommen habt, dann können wir wieder anfangen und stricken einfach eins rechts, eins links, sodass wir das gleiche Bündchen wie unten erzeugen. Ihr könnt da übrigens, bevor ihr mit dieser Rechts-Links-Reihe startet, da wieder einen Maschentrenner da reinsetzen. Dann seht ihr ganz genau, an welcher Position ihr eine Runde geschafft habt. Und auf diese Art und Weise, also rechts, links gerippt, strickt ihr 6 Reihen. Wie gesagt, jedes Mal den Trenner einfach umsetzen und ganz normal rechts, links stricken. Auch schön eng stricken irgendwie. Das Bündchen soll sich ja ein bisschen einfach ranziehen an den Körper und nicht abstehen. Und wenn ihr dann 6 Reihen gestrickt habt, können wir das Ganze wieder abketten. Ich denke, ihr wisst sofort, was gemeint ist. Wir stricken einfach die erste Masche normal weg, strickt da auch, bleibt da bei diesem rechts-links gestricken und zieht dann, nachdem ihr die zweite gestrickt habt, einfach die erste über die zweite wieder rüber und arbeitet euch so wirklich um den ganzen Ausschnitt herum. Dadurch, dass ich sehr viele Maschen aufgenommen habe, habe ich das wirklich extrem eng gezogen, weil wie gesagt, das soll sich wirklich auch schön dann unten am Arm nicht abstehen, sondern an den Körper hoch ranziehen. Das hat aber so ein bisschen mit Erfahrungswerten zu tun. Also wie gesagt, den einen Ärmelausschnitt habe ich 2-mal machen müssen, weil mir das nicht gefiel. Also ärgert euch nicht, falls ihr dann doch irgendwie nochmal was ändern müsst oder so oder nochmal was auftrennen müsst. Also das ist einfach Learning by Doing. Wenn ihr das erste Mal macht, mir ging es genauso. Vielleicht ist das ein kleiner Trost. Ja, und wenn ihr da ans Ende gekommen seid, dann könnt ihr den Faden einfach abschneiden. Und ich zeige euch am Ende nochmal ganz in Ruhe auch, wie wir alle Fäden vernähen und so weiter, alle offen. Und fertig ist euer Armausschnitt und genauso macht ihr den zweiten. So, vorletzte Amtstat. Der Halsausschnitt funktioniert eigentlich ganz genauso mit dem kleinen Unterschied, dass wir hier noch eine Nadel drin sitzen haben. Das ist die dickere Nadel, die wir vorhin noch um das Rückteil zu stricken drin hatten. Wir nehmen wieder einfach den Faden auf und stricken dann die Maschen, die noch übrig sind, einfach abwechselnd rechts, links auf die kleinere von den beiden Nadeln rüber. Und danach ist das Spiel eigentlich genauso das gleiche wie bei den Armausschnitten. Das heißt, wir stechen durch vorhandene Maschen durch und sammeln uns so diese Loops zusammen, sodass wir wieder neue Maschen haben. Auch da nehmt gerne schön enge, viele, strickt danach einfach
6 Maschen rechts, links, weiter. Auch da habe ich wieder zwischendurch den Maschentrenner drauf gesetzt, damit ich weiß, wann ich die Reihe zu Ende gestrickt habe. Und die letzte Reihe könnt ihr dann wieder abketten, ganz genauso wie bei den Ärmeln auch. So in etwa sollte euer Halsausschnitt dann am Ende aussehen. Ihr könnt da irgendwie auch noch mal ein bisschen ziehen und so, dass das alles noch mal ein bisschen gleichmäßiger aussieht. Und als allerletzte Amtstat zeige ich euch jetzt noch mal in Ruhe irgendwie, wie ihr die übrig gebliebenen Fäden vernäht. Also ihr nehmt einfach den Faden mit einer Wollnadel und stecht einfach durch die nächsten Maschen ein- oder zweimal durch. Und ich habe das jetzt hier mal an der Stelle genommen, weil hier seht ihr ganz schön am Anfang, das war etwas ungleichmäßig. Hier hat sich so eine komische Delle nach innen gebildet. Deswegen nehme ich da auch gerne noch mal 2, 3 Maschen. Und ihr seht schon, es zieht sich dadurch, dass ihr da so durcharbeitet, zieht sich einfach sehr schön zusammen und es sieht viel gleichmäßiger aus als vorher. Dann gehen wir wieder irgendwie mit so einer kleinen Wellenbewegung durch diese Würmchen durch, sodass unser Faden schön fest in diesen Würmchen drin sitzt und parallel auch versteckt ist. Dann könnt ihr den Faden abschneiden und der Faden ist gesichert und es kann da einfach an der Stelle nichts mehr passieren. Und wenn ihr alle offenen Fäden vernäht habt, ist unser Pullunder auch schon fertig. Und so sieht mein fertiger Pullunder jetzt aus. Ich bin total begeistert irgendwie. Es ist das allererste Mal überhaupt, dass ich stricke und dass ich sowas zustande gebracht habe. Gerade tatsächlich sehr stolz für Oskar. Ich finde die Weite auch perfekt. Ich wollte es ja gar nicht so eng sitzen haben, sondern eher ein bisschen locker, lässiger. Finde aber schön, dass das Bündchen unten dann doch anliegend ist. Mein Perfektionismus sagt mir, ich würde mir wünschen, dass es noch ein kleines bisschen noch gleichmäßiger gestrickt ist. Aber hey, es ist das allererste Mal. Ich muss mir das vor Augen führen, dass ich sowas mache. Ich hoffe, er gefällt euch auch. Und für diejenigen von euch, die wirklich auch noch nie gestrickt haben, vielleicht ist das jetzt der kleine Reminder, der kleine Anstoß. Probiert es doch auch mal aus. Es würde mich freuen, wenn ich mit diesem Video den einen oder anderen dazu anregen kann, es vielleicht doch auch mal sich daran zu wagen und es auszuprobieren. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen hoch freuen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder.